Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch heute mal aus einer, naja, etwas anderen Umgebung. Mal ein bisschen was Besonderes. Und wir fangen heute gleich an mit den 10 Arten von Nachbarn. Es ist absolut egal, wo ihr wohnt. Ob in einem Palast oder aber in einem 100-stöckigen Hochhaus in der schlimmsten Umgebung. Die Menschen sind im Grunde nämlich immer dieselben. Und hier kommen 10 Arten. Wieso zeige ich zwei? Ich meine 10 Arten von ihnen. Die Großfamilie. Die Großfamilie wird dadurch charakterisiert, dass sie extrem laut ist. Aufgrund diverser Kinder, die diese armen Menschen zu erziehen haben, herrscht eigentlich permanent Streit. Am schlimmsten ist es, wenn man mit ihnen in einem Wohnblock lebt, am besten neben, unter, über oder rund um diese Familie, denn man kommt niemals zur Ruhe, weil irgendein Mitglied dieser Familie ständig am Schreien, Heulen, Fluchen oder Staubsaugen ist. Außerdem hat man dann permanent das Gerumpel der Waschmaschine. Rumpel, 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 rumpel. Weil die ja permanent irgendwelche Kotze oder Kackeflecken aus den diversen Kinderkleidungsstücken rauskriegen müssen. Diese armen Frauen. Aber regt euch darüber nicht auf, diese Art von Nachbarn sind eure Zukunft. Der alte Faschist. Diese Person findet sich in eigentlich jeder Nachbarschaft oder Wohngemeinschaft. Es ist ein älterer, verbitterter Herr, der mit der derzeitigen gesellschaftlichen Situation und der politischen Lage in diesem Land eher unzufrieden ist. Die Anzahl derer, die den Krieg aktiv miterlebt bzw. im Zweiten Weltkrieg aktiv mit unterwegs waren, nimmt mittlerweile natürlich stark ab. Diese Art von Personen sind mittlerweile meistens Leute, die zum Beispiel DDR-Erfahrung gemacht haben und aufgrund ihrer Lebenserfahrung einfach irgendwie zu dem Trugschluss gekommen sind, dass man im Faschismus besser lebt als heutzutage. Die Erkenntnis dieser Person ist meistens darauf zurückzuführen, dass sie absolut vereinsamt ist und ihr Leben, naja, total kacke ist. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid hornalt und habt absolut keinen Menschen mehr, mit dem ihr kommunizieren könnt. Nein, ihr seid zu alt, um cool zu sein. Ihr seid zu alt, um nicht cool zu sein, weil ihr seid einfach zu alt für alles. Ihr könnt keinen Sport mehr machen, weil eure Gliedmaßen sonst abfallen. Ihr könnt nicht mehr rausgehen, weil ihr viel zu langsam seid, um überhaupt über die Straße zu kommen, ohne überfahren zu werden. Was bleibt euch dann noch, als kollektiven Hass zu verbreiten? Die alleinstehende Mutter. Oftmals handelt es sich dabei um einen Chaoshaushalt. Es ist tatsächlich so, dass diese Frauen dadurch, dass sie einfach mit allem alleine gelassen wurden von ihren arschigen Männern, die sie einfach so verlassen haben, jetzt total überfordert sind mit der Situation. Schließlich müssen sie es auf die Reihe bekommen, ihr Kind zu versorgen, ihm ein schönes Zuhause zu bereiten, sich um den Haushalt zu kümmern und um Geld dran zu schaffen. Meistens sind diese Frauen einfach total überlastet und dann überhaupt nicht mehr zu einer sozialen Interaktion innerhalb des Nachbargefüges imstande. Oder sie bekommen ihren Haushalt einfach nicht mehr auf die Reihe und brauchen Hilfe. Es wäre natürlich optimal, wenn du ihr irgendwie ein wenig dabei helfen könntest, kleine Hausarbeiten erledigen oder sowas in der Richtung. Schließlich hat die Frau es wirklich nicht leicht und wenn du willst, dass sie ihr Kind ordentlich großziehen kann, dann hilf ihr doch einfach ein bisschen. Die Chaos-WG. Eine Gruppe von 4 oder mehr Studenten, die in einer Wohnung leben und die ganze Zeit permanent Party veranstalten. Ich kann das nicht einschätzen, inwiefern es neben dem Studium überhaupt möglich ist, permanent zu feiern und Zeug zu erleben und weg zu sein. Ich werde das möglicherweise dann erst im Herbst erleben, wie das dann so abgeht. Aber diese Truppe schafft es wirklich permanent, die gesamte Nachbarschaft gegen sich aufzubringen. Sie ist laut, kotzt permanent in den Flur und vom Instandhalten des Umfeldes kann auch keine Rede sein. Ist man natürlich in einem Alter, dem man sehr gerne mitfeiert, dann ist diese WG natürlich optimal. Möglicherweise handelt es sich bei dieser WG auch um eine, naja, Zocker-WG, in dem permanent LAN-Partys veranstaltet werden. Der Businessmensch. Er ist eigentlich ein optimaler Nachbar, denn er ist eigentlich fast nie zu Hause. Und selbst wenn er zu Hause ist, gibt er meistens überhaupt kein Wort von sich, denn er sitzt die ganze Zeit an seiner Arbeit. Viel gibt es über ihn auch nicht zu berichten, da man ihn auch fast nie sieht. Er geht sehr früh zur Arbeit, am besten joggt er vorher noch eine Runde, so gegen um 4. Und abends kommt er erst dann wieder, wenn alle anderen den Betrieb bereits verlassen haben. Sogar die Reinigungskräfte. Am Wochenende kann man ihn ab und an mal fluchen hören. So eine Scheiße, ich krieg das nicht fertig, ich krieg eine Krise!
Aber ansonsten hat man eigentlich überhaupt keinen Beleg dafür, dass er überhaupt existiert.